3, 2, 1, go! Hallo, ich bin der Manuel Schad von SOD Sports. Ich bin immer noch im November. Spendenkonto zeige ich hier oben an. Der November ist der Monat des Mannes. Überall in den Social Medien sieht man die Aktionen der Movember Foundation. Die unterstützt die Krebsversorgung, die Männerfürsorge, den Schutz, Prävention, alles. Aber auch auf die vielen Suizide der Männer wird aufmerksam gemacht. Ich will ja die Frauen nicht außen vor nehmen, aber unser Kanal wird ja wirklich von 95% der Männer angeschaut. Also sind wir da auch auf der richtigen Seite. Diesen Schnauzer lasse ich mir jetzt in diesem Monat stehen. Ich auch. Und der Johannes auch. Wollen wir mal die Kamera drehen? Er hat auch ein Konto, ne? Das schiebt man auch mal mit rein. Mal schauen, ob ich es finde, wo das hinführt. Das klingt nach einem Battle, ne? Das klingt nach, wir betteln gerade. Wir betteln, aber wir machen, wir betteln für einen guten Zweck. Das ist schon mal gut, ne? Was auf jeden Fall Fakt ist, dass sowas mal unterstützend wert ist, macht mit. Wenn ihr euch keinen Schnauzer stehen lassen wollt, dann überweist uns einfach Geld. Das ist auch in Ordnung. Es dient dem guten Zweck und den Frauen helfen wir das ganze Jahr. Ne? Die Hintergründe jetzt auszuführen, ist echter Blödsinn, dann wird es zu lang, das sprengt das Video. Guckt euch das auf der Movember Foundation an, belest euch da, tolle Sache, deswegen sind wir dabei. Jetzt kommen wir weiter zum Fritz. Den Fritz hatten wir letztes Jahr schon mal vorgestellt mit seiner R100 GS. Der hatte damals eine Tour vor. War letztes Jahr, jetzt ist die Tour rum. Mit diesem guten Stück war er unterwegs. Wir werden euch dann auch gleich im Anhang ein paar Bilder zeigen. Jetzt will ich auf das Motorrad mal ein bisschen eingehen. Das Motorrad ist an uns zurückgekommen. Erstens, er hat ein paar Punkte gehabt, die gehören nachher behoben nach Natur. 31 oder 32 Tage war er in Chile, in den Anden und in Bolivien unterwegs. Bis auf 5500 Meter kann man da hochfahren. Ich habe mir das mal durchgeschaut, seinen ganzen Tourplan ist echt genial, was man da alles machen kann. Ich will jetzt da für den Tourpartner, den er gebucht hat, auch keine Werbung machen. Mir geht es ums Motorrad. Ich will euch zeigen, dass das mit so einem Motorrad geht. Und wenn der Johannes mal auf das Motorrad schaut, hat das Motorrad weder eine Rahmenverstärkung, noch eine Upside-Down-Gabel. Also das ist Standard-GS gewesen. Und die hält es durch. Der Fritz ist aber auch nicht der Jüngste. Ich hoffe, das nimmt er mir nicht übel. Er ist in der Gruppe gereist, da sieht die Aktion ganz anders aus. Wenn wir jetzt den Johannes loslassen, dann würde er unseren Rahmen zerbrochen wieder bringen. Weil er kennt nur 0 und 1, digitales Gas. Beim Fritz wird es eine Reise gewesen sein. Ich unterstelle das immer einfach mal, dass das ganz, ganz seicht und ganz anders zugeht, als wenn wir das jetzt machen. Ich habe sowas auch kaputt gemacht, deswegen habe ich damals mein Motorrad ja umgebaut. Bisschen möchte ich auf die Sachen eingehen. Wir haben das Motorrad damals durchgeschaut. Wir haben gesagt, entweder unser Wüstenluftfilter oder der Plattenluftfilter. Auf jeden Fall keinen Sportluftfilter mit irgendwas, den man dann da auswaschen will. Das macht man mit dem Sand eh nicht. Technisch ist es bei den Originalzylinder geblieben, Originalgetriebe. Bereifung war der MFE 99 vom Joachim, also Mefo. Der eignet sich für solche Touren gut, die gemischt sind, die zwischen Straße und Gelände. Ich gehe jetzt auch mal einfach davon aus, dass die nicht nur Sand gefahren sind. Gabel ist, wenn, dann überhaupt mit stärkeren Federn versorgt gewesen. Und was mir wichtig war, ist dieser Punkt. Unser Batteriekasten haben wir da reingebaut, wo die Batterie bei diesen feinen Schlägen nicht nach hinten abwandern kann. Also diese Flanke, wenn man hinten anschaut, die ist wesentlich höher als original. Ich kann euch im Gegenzug den Originalen zeigen. Und da hüpfen die Batterien rüber, drücken den Kotflügel nach hinten und die Batterien schleift es auf. Wenn die Zelle hinten durch ist, ist die Batterie tot, da läuft da nichts mehr. Beim Batteriekasten ist es auch so, wir bauen ja den großen Batteriekasten, weil wir den Platz da haben. Wir haben auch einen zum seitlich verbauen, der ist für unser 1100er Schwingen geeigneter. Aber hier mit der großen Batterie, gerade bei der Tour, und wir reden von Kälte, bei 5000 Meter oben, da haben die noch Schnee gehabt. Das mal so ein Bild mit dem Schnee mit einblenden. Da ist es wichtig, dass da einfach eine startfeste Batterie, die auch Kälte aushält, mit drin. Und das sind die Säurenbatterien, man immer am besten. Und so eine große Batterie, die hat viel mehr Bums als die 19 Ampere. Und wenn man sich das platzmäßig leisten kann, dann unseren großen Batteriekasten und die große Batterie reinbauen. Jo.
Was der Fritz sich jetzt noch wünscht, ist eine Änderung der Gabel. Da müssen wir jetzt schauen, da hätte ich die Adriani-Gabel einsetze. Da müssen wir noch drüber reden, ist natürlich immer ein Batzen Geld. Weil er ist für mich jetzt ein Kunde, dem ich keine Rahmenverstärkung verkaufen möchte oder muss, weil ich einfach weiß, das Motorrad wird ganz anders da bewegt. Es geht hier mehr ums Reißen und das Vorwärtskommen. Und wenn wir die Arbeiten dann durchgeführt haben, hier alles ein bisschen sauber gemacht haben und das Motorrad wieder einen Glanz hat. Ich weiß nicht, warum das so viele Flecken hat. Das wird wahrscheinlich vom Salz oder vom Container sein. Das ist echt übel, wie das auch oben drüber ausgesehen hat. Wenn es dann wieder schick aussieht, dann kann das wieder mit in die Schweiz nehmen. Was noch cool ist, ich habe gestern nicht einmal den Schalthebel darunter gebracht. Und ich bin nicht so blöd, nein, ich habe die Spange weggemacht. Da war so viel Sand in dieser Glocke drin, dass es einfach richtig draufgebacken war. Und da werden manchmal auch Getriebeprobleme diagnostiziert. Ne? Der vierte Gang lässt sich nichts mehr schalten. Das ist dann einfach nur Dreck. Wenn das so stehen bleiben kann, ne? Dann geht es zu schwer. Rausmachen, sauber machen, Problem behoben. Ja, ich weiß nicht, fällt mir jetzt noch was ein? Kupplung. Ja, in Kombination, also die Filter gewechselt. Immer darauf achten, gibt es immer mal Nieten. Die Pfeilrichtung ist Richtung Vergaser. Und für unsere breiten Fußrasten bekommt er noch die Adapterschraube, dass die Schaltung weiter draußen ist. Und ich denke, damit war er auch ganz zufrieden. Man steht einfach homogener drauf. Es ist ergonomischer. Ergonomischer. Wieder und Arbeitsplatz. Wieder Arbeitsplatz. Wieder Arbeitsplatz, genau. Und man hat dann für unterwegs einfach besser. Das Motorrad hat ein halber Pro Federbein bekommen. Mit Ausgleichsbehälter am Heck. Kann man schön einstellen. 99% der Fälle brauchen die Schrauben da hinten nicht, weil sie es nicht einstellen. Hier, klick, klick, die Bentley-Werbung. BMW. Halber BMW. Pro. Ah, nee, halber Pro Werbung muss man nicht machen, die bezahlen uns nicht dafür. Dann. BMW schon? Eigentlich auch gerade auch nicht. Zusätzliche Benzinfilter, habe halt einfach gedacht. Ich meine, ich war jetzt in meinem Leben nur einmal in Mexiko, aber ich habe mir gedacht, der Sprit wird da nicht besser sein in Argentinien, Bolivien und so. Paar Filter. So, jetzt sind die ersten wahrscheinlich schon hinter der Kamera. Hinter der Kamera ist falsch, hinten im Bildschirm und sagen sich, der erzählt uns schon wieder irgend so einen Quark, aber das Motorrad steht zerlegt da. Ja, das Motorrad ist jetzt nach der Tour. Nach der Tour bedeutet, es war Verschleiß vorhanden. Wir fangen von vorne nach hinten an, dass der Johannes sich da einfacher tut. Als erstes hat der Reifen natürlich abgenommen. Der ist jetzt noch im legalen Bereich, aber der nutzt sich ab. Als zweites ist hier vorne eine neu angefertigte Stahlflexleitung, weil er das so wollte. Ich bin immer der Meinung, so eine Stahlflexleitung ist immer besser, wenn sie von oben nach unten geht. Die verkaufe ich lieber, aber es ist immer im Kundenfall. Diese Stahlleitung unten, die haben wir ausgetauscht, weil sie gebrochen waren. Das Bild wird jetzt eingeblendet. Ist dann auch fachmännisch repariert worden, aber der Reparatur, die haben kein neues Material gehabt, haben sie einfach das Original gekürzt und das war dann so eng gebogen, dass es einfach nichts mehr richtig gepasst hat und der Spannungssessen war. Das ist gefährlich, deswegen wechseln wir das aus. So, dann Luftfilter natürlich. Vor der Fahrt hatten wir auch das SLS ausgebaut. Luftfilter setzen, Luftfilterkasten reinigen. Der Antrieb, der Vortrieb war nichts mehr richtig. Dann haben wir auf die Kardanwelle ein Augenmerk gemacht und da guckt man immer, ob es vom Winkel vom Verdrehen. Siehst du die Kardanwelle? Ja. Also die ist nicht mittelmäßig verdreht, die hat schon ein bisschen einen Schlag. Kann man das sehen? Spitze zu Spitze? Oder andersrum vielleicht. So, besser? Da gibt es die 3 Grad, die sich nicht verdrehen soll. Im Prinzip ist es ja Lulli, ne? Wie die gedreht ist. Nee, das ist nicht Lulli, weil die fängt an zu walgen und die macht dann hier das Lager und im Eingang vom Endantrieb das Lager kaputt. Deshalb sollte man die immer im Auge behalten und das sind halt die schlechtesten Kardanwellen, die es gibt. Der Schwingendrehpunkt. Wenn du hier durchfilmst, hier siehst du, dass der Drehpunkt der Kardanwelle nicht mit dem Schwingendrehpunkt überein ist. Okay. Und deswegen wird die immer zugeschoben und dann verdreht sie sich. Da haben die ehrlich gesagt damals nichts Gutes gemacht, aber
Es läuft. Also, und dann, die war in Ordnung, hätte ja abgerissen, sag ich so. Der Grund des schlechten Vortriebs war die Kupplung. Und da sieht man, die ist trocken, die hat kein Öl abgekriegt, also der Motor ist auch trocken. Die hat einfach unheimlich viel Sand abbekommen. Sand, Staub und Dreck. Und die ist noch gar nicht zu dünn, sondern die ist echt verglast. Und weil das Fritz gesagt hat, er möchte wieder was machen, haben wir uns darauf geeinigt, jetzt ist eine Sindermetallkupplung von Sachs drin. Die haben wir auch im Shop, das ist eine saubere Sache. Die hat 4 Träger, also 8 Träger insgesamt, 4 pro Seite. Die ist eingebaut und in Kombination mit einer neuen Feder, mit einer härteren. Warum haben wir jetzt da keine Druckplatte reingebaut? Die Sinderkupplung, die reibt sich da frei. Die Druckplatte ist das wenigste Problem. Die kriegt jetzt einen neuen Schlepp von der Kupplung verbaut. Ich messe die durch, ob die noch in Ordnung ist. Die hat natürlich auch ein paar so Stellen, wo sie glasig war, weil die Scheibe ja auch kaputt ist. Aber bei der Sinderkupplung weiß ich ganz genau, die macht die Arbeit und die schafft zu ihrem Freiraum. Des Weiteren hat das Motorrad natürlich tierische Hitze bekommen. Da muss ich jetzt meine Taschenlampe dazu nehmen. Ich glaube, da langt dein Licht nicht aus. Wo willst du hin? Unter den Motor. Da unten auf beiden Seiten ist Ölaustritt. Und das hat man einfach bei der Höhe so. Es sind beides mal nicht die Stoßstangen, Rohre, also die Stößhellrohre, sondern es sind die Gummis. Von hier sieht man es noch besser. Die tauschen wir aus. Gehen wir nochmal auf die andere Seite. Ne? Ich sehe es schon. Okay, schau, ich glaube, da war es Ärger. Ärger, siehst du? Ja, das ist noch nässer. Siehst du? Da klebt noch der Sand runter. Jo. Ja, da hat der Fritz gemeint, runter mit. Das Licht ist ganz anders von der Farbe als das. Echt? Ja, das ist voll rot und das ist voll grün. Krass. Da hat der Fritz gesagt, runter damit, neu abdichten. Und da wünscht er sich jetzt eigentlich nochmal die neuen Bankstößel mit drin. Ach so, was ich noch zu den Bildern erzählen muss. Der Fritz hat mir da was geschrieben. Was kann ich noch sagen? Jeder Tag war ein Highlight. Ob in Nordchile, Nordwestargentinien oder Südbolivien. Alles top. Einmalige Erinnerungen, die mir niemand nehmen kann. Unvergessliche Momente. Ob in den unendlichen Pisten, der riesigen Salzwüste, vorsichtiges Fahren auf der Straße des Todes, durch kleine Wasserfälle, von Küste, Steppe bis Regenwald. Küste des Pazifiks, Küste des Pazifiks bis über 5000 Meter über Normal Null in den Anden. Anspruchsvolle Hochlandpisten mit Flussdurchfahrten hat die GS problemlos mitgemacht. Manchmal hätte ich mir ein leichteres Motorrad gewünscht. Dafür hatte ich nie Tankstellenprobleme mit 35 Litern, war ich bestens bedient. Durstig war sie zwar in der Höhe zwischen 6 und 7 Liter, aber sie war zuverlässig. Gabel war das Einzige, was er wegen moniert hat. Die hätte ein wenig besser arbeiten können, aber wir arbeiten ja wirklich, wir reden ja aber von altem Material. Jetzt übergebe ich euch den Bildern. Klang jetzt wie so Fürbitten in der Kirche. Weiß ich, habe ich früher gelesen. Das klang, das war dasselbe Modus bei dir, gell? Ja, genau. Die Fürbitten. Amen. Passt doch. Oder?